Yo, was geht ab? Okay, Frank wieder. Batman ganz fashion Video und Perfekt. es ist einfach eine geisteskranke Karte auf dem Markt. Du kostet über 500k und ihr habt das Titel unschwer erkennen können. Es geht heute um UNDAF. Bevor das Video losgeht, Leute, vielen, vielen Dank für euren Support und dass ihr mit am Start seid. Leute, lasst uns auf jeden Fall heute wieder viele, viele Likes knacken. Sind in letzter Zeit sehr, sehr aktiv. Ihr seht, ich habe richtig Bock auf Content und ich würde sagen, wir gehen direkt straight up ins Video. Let's go. Okay. Yes, Sir, Leute, da seht ihr den Kollegen auf jeden Fall. 5 Sterne Weakfoot, 4 Sterne Skills. Und guckt euch bitte diese unnormalen Stats an. 99 Antritt, 97 Sprintgeschwindigkeit, also 92, aber plus 5. Und Leute, das, was am lustigsten ist und was ich heute auf jeden Fall richtig provozieren will, ist, guckt euch mal bitte Elfmeter an, 46. Und dann guckt euch mal bitte Schusskraft an, 98. Also das ist auf jeden Fall wirklich eine sehr, sehr lustige Kombi, auf die ich Baba Bock habe. Und das ist auf jeden Fall auch das Team, mit dem wir jetzt gleich in Division Rival zocken werden, weil ich muss auf jeden Fall noch ein paar Wins holen, damit ich die Weekend League Quali spielen kann. Ich würde sagen, genug geschnackt, wir suchen direkt so den ersten Gegner. So Leute, das ist unser erster Gegner und ja, das Team sieht nicht so verkehrt aus. Und mir fällt gerade auf, ich habe gar keine individuellen Taktiken eingestellt. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Aber ja, it is what it is, man. Was mir gerade aufgefallen ist, Leute, ich kann mich nicht erinnern, weil ich zuletzt Rivals gezockt habe, man. Ehrlich. Also Rivals ist für mich komplett tot. Und den Ball hat Sokrates sehr gut abgefangen. Und hier ist direkt der Starspieler UNDAF mit einem Start, der das Auge für Gnabry hat. Und jetzt müssen wir rüberlegen. Das ist Heil und das ist das 1-0. Wonderful. Oh, ohne sowas. Ey, das albern. Das albern, das albern, das albern. Nein, so schnell rausgehen. Egal, Leute, wir suchen den zweiten Gegner. Komm, wir müssen einmal wirklich durchspielen. So, zweiter Gegner. Ja, da sieht man auch ein ordentliches Team aus. Jetzt geht's auf jeden Fall um die Wurst. So, Leute, der Ball rollt. Und das ist ein Fehlpass. Den fängt Gnabry sehr gut ab. Und UNDAF sehr, sehr gut. Digga, der Typ ist cheaten. Der Typ ist so cheaten. Habt ihr gerade gesehen, wie schnell der war? Oh mein Gott. Alright, Leute, der Gegner hat auf jeden Fall Bock. Oha, oha, oha. Nicht schlecht gespielt auf jeden Fall, aber Manuel Neuer flieht auf jeden Fall und kriegt den Ball. Und jetzt sind wir wieder am Stissel. Komm, Heil macht einen guten Laufweg. Und wo ist Kollege? Der ist im Abseits, glaube ich, ne? Ey, der Typ ist so schnell. Habt ihr das, Digga? Das ist nicht mehr normal. Das ist echt eine geile Karte. Also vom Pace her, der fühlt sich fast schneller an als Sadio Mané Tots oder mindestens genauso schnell. Ehrlich, ohne Lügen alles. So, jetzt der Gegner wieder. Wir müssen aufpassen. Stark im Rückraum gespielt. Sokrates. Ja, der Mann kann auch verteidigen. Ist geil, wenn so einer auch verteidigen kann. Und das ist ein super Ball von UNDAF. Und eigentlich will ich ja Elfmeter provozieren, aber guck mal, wie Junge, was spiele ich hier? Also EA Sports, Digga, das mit diesen Pässen und Flanken müsst ihr auf jeden Fall zum nächsten FIFA deutlich verbessern. Das geht gar nicht, wie die korrigiert werden. Jeder wusste, ich will Kollege UNDAF spielen und die macht diese. Das ist Betrug. By the way, Leute, droppt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr hält, UNDAF und Terodde in der Nationalmannschaft zu sehen. Ich meine, der hat ja keine schlechte Saison gespielt. Und da wurde ja schon öfter diskutiert darüber, ne? Dass das, glaube ich, der Spieler ist, der am meisten Marktwert hat oder mit am meisten Marktwert hat und kein Nationalspieler ist. Also jetzt von Deutschlands Sicht gesehen, wenn ich das jetzt super richtig hier argumentiert habe. Oh, Leute, ihr müsst echt aufpassen. Schlotti, sehr, sehr wichtig. Komm, UNDAF, Budi. Wo ist dein Tor, Mann? Wir brauchen dich, Junge, wir brauchen dich. Wieder gut gemacht. Aber die Pässe von ihm gefallen mir auf jeden Fall auch gut. Das ist jetzt nicht so ein Spieler, der jemand nicht passen kann. Und das ist UNDAF. Mann, like UNDAF. UNDAF, immer noch UNDAF am Ball. Dribbling ist auf jeden Fall exzellent. Und sein Abschluss ist auch gut. Junge, diese Karte ist geistes. Ich habe nicht viel gesehen. Ich habe nur seinen Sprung gesehen. Ich habe seinen Dribbling gesehen. Und der Typ ist gut. Er ist gut. Ob er 500k wirklich gerechtfertigt ist, ist eine andere Sache. Aber der drückt auch alle einfach weg. Oh, jetzt der Gegner. Oha. Also der Tunnler war schon gemein. Ich sag ehrlich, der Tunnler war sehr, sehr gemein. 1-1. Aber Leute, es ist egal, ob es 1-1 steht. Wir haben UNDAF in der Mannschaft. Und der Mann regelt heute. Guckt euch das an. Okay, das war echt schlecht. Aber guckt euch das an. Der ist nicht zu trennen. Der ist nicht zu trennen. Keiner kriegt ihn. Keiner kriegt ihn. Soll kommen, wer will. Schade. Freunde, es ist egal, wie viel steht. Wir haben UNDAF in der Mannschaft und das Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiri mit Ball in der Umkleidekabine sitzt. Das ist Heil. Das ist ein guter Pass und ich will diesen Elfmeter ergaunern. Bitte grätsch mich. Wieso grätschst du mich nicht? Bitte, warum gibt es keinen Elfmeter? Mann! Alright, Leute. Zweite Halbzeit. Es ist wieder UNDAF.
Wer denn sonst, Junge? Wer denn sonst? Ja, der Mann ist so geil, Mann. Guck mal dieses Dribbling. Keiner kommt hinterher. Du kommst nicht hinterher, Bro. Du kommst nicht hinterher. Egal, was du versuchst. Das ist heil. Jetzt bist du in der Box und jetzt... Ah. Junge, der Typ spielt ehrlich sehr, sehr fahrlässig FIFA, Mann. Ehrlich, die Grätschen sind ehrlich sehr, sehr doll. Aber hat ehrlich bis jetzt immer Glück. Grätsch wieder. Komm, Gnabry. Stehen bleiben. Kroketta. Er kommt durch. Özil. Junge, faul mich einfach. Was ist das denn? Okay, Leute, ich würde sagen, wir vergessen das mal mit den Elfmeter. Wenn der Elfmeter kommt, kommt der Elfmeter. Ich muss erstmal Tore schießen. Ich glaube, das ist wichtiger. Sonst passiert genau sowas, dass man ausgekontert wird. Jetzt müssen wir aufpassen. Boah, die Flanke ist nicht schlecht. Und... Oha! Mann, like Neuer. Ich nehme alles zurück, Brudi. Du bist für mich der beste Keeper. Du bist besser als Courtois. Und jetzt kontern wir direkt. Und da läuft schon. Bitte kein Abseits, Herr Schiedsrichter. Ohne sowas. Geht da, passt wieder in den Gegner rein, da habe ich auch nichts von. Komm, ja, das ist sehr, sehr bösartig, da muss ich die rote Karte geben, ohne Wenn und Aber. Sehe ich genauso, Herr Schiedsrichter, super Sache. Das nächste Mal machst du sowas im Strafraum, mein Junge, weißt du, da habe ich auch was von. Die Leute wollen sehen, wie Undav Elfmeter schießt. So, Leute, seht ihr das? Ich habe es gesehen, ihr habt es auch gesehen. Wer, wieder abseits? Was? Und jetzt müssen wir richtig timen und der Pass ist wunderbar. Und Eriksen hat eh keine Ausdauer mehr. Junge, der will die ganze Zeit einfach nur grätschen. Okay, komm, grätsch nochmal. Komm, grätsch nochmal. Warum grätschst du nicht, Bro? Grätsch. Junge. So, das ist Gnabry. Und jetzt könnten wir eventuell eine Elva ergaunern. Ich hab's im Blut. Ja, okay, wir machen erst... Oh. Oh mein Gott. Alter, ich glaube, das nächste Spiel gehen wir einfach im Freundschaftsspiel. Dann spiele ich mit Absicht 0-0 und gehe jetzt Elfmeterschießen. Ich glaube, das wird mehr Spaß machen. Weil jetzt gerade verarschen wir uns nur selbst, weil ich diesen Elfmeter haben will. Ich will diesen Elfmeter bekommen. Junge, faul mich doch. Wieso faulst du mich nicht? Mann! Ach so! Ach so! Ach so! Also jetzt haben meine Augen wirklich alles gesehen, was man sehen kann. Alright, Leute, genug mit den Spielchen. Digga, Undav, du musst das jetzt regeln. Du bist Chef. Immer noch Undav am Ball. Immer noch Undav, Undav, Fake Shot. Und das ist... Also soll mir irgendjemand erzählen, dass es kein Scripting in FIFA gibt? Es gibt ja wirklich immer noch die Leute, die sagen, die behaupten, dass es sowas nicht gibt. Digga, das war gerade der Beweis. Wie? Der gewinnt Kopfballduell aus unmöglichen Winkeln und macht Tor. Und bei mir steht 2 Meter vor Tor und der Ball geht nicht rein. Undav! Junge, sicher. Diese 5 Sterne Weakfoot einfach sicher. Einfach sicher. Alright, Leute, die letzten Minuten laufen. Ich glaube, ein Sieg muss auf jeden Fall drin sein. Das ist Undav, das ist der Spin und das ist der Abschluss. Also, dieser Mann ist nicht mehr normal, Leute. Ich sag's so, wie es ist. Wer die Coins hat, wer den einbauen kann, spielt. So, der Gegner jetzt wieder am Stüssel. So schlecht war das gar nicht. Und jetzt können wir kontern. Oben läuft Gnabry. Und Undav läuft in der Mitte schon weg. Dieses Spiel ist so toxisch. Und somit kommen wir auch schon wieder zum Ende des Videos. Leute, vielen, vielen Dank für euren Support und dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Gang, gang, ja, du weißt. Okay, Fredrik ist raus.